Es handelt sich um das größte Experiment in der gesamten Menschheit. Und wenn man sich dann eben halt ein wenig die Dinge rundum ansieht und vor allem auch aus der Geschichte lernt, wir können ja die Geschichtswiederholung in der Zukunft nur dann verhindern, wenn wir die Geschichte der Vergangenheit tatsächlich auch verstanden haben oder versuchen zumindest zu verstehen. Aber was passiert bei den meisten Menschen, die sagen, ach, lange her, interessiert mich nicht, hier und heute gilt. Und was dann dabei rauskommt, sind dann irgendwelche ganz platten Mitläufer, die einfach nur als gekaufte Opposition den Führern hinterherlaufen. Und die Opposition hatte ja früher mal die Aufgabe, die Führer mit kritischen Bewegungen entgegenzutreten und sie zu kritisieren und eben halt auch zum Beispiel gegen das große Kapital, gegen diese extreme Macht des Ultrareichtums vorzugehen. Und mittlerweile trotten sie hinterher. Ein genialer Schachzug der wirklich Mächtigen. Und gerade wenn es heißt, da ist jemand Rechtsecken oder Verschwörungstheoretiker oder so, aber der sagt sowas, das kann ja da nicht sein, da sollten wir dann ruhig zweimal reinlesen, denn auch das steht ja schon in der Bibel bei Jesaja, auch Jesaja 8 ist das, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was das Volk Verschwörung nennt, und ihr sollt euch nicht vor allem fürchten, vor dem sich das Volk fürchtet. Also das sind die Hinweise für diese sehr merkwürdige, dunkle Zeit, in der wir stecken. Ja, die Doppelmoral, die möchte ich hier noch mal ganz kurz ansprechen bei der Gelegenheit. Das System hat ja nun letztendlich diese Begrifflichkeiten wie Rechtseng, Verschwörungstheorie, Nazi und so weiter dermaßen inflationiert, sodass sie über den so Betitelten gar nichts mehr aussagen, sondern vor allem etwas aussagen über denjenigen, der diese Begriffe nutzt, um andere Menschen zu diffamieren. Das heißt, derjenige, der diese Begriffe nutzt, diffamiert sich natürlich am meisten selbst. Denn wenn einer sagt, Nazi, Rechtsextrem oder Verschwörungstheoretiker, in Anbetracht der Tatsache, dass mittlerweile jeder, der halbwegs gerade ausdenken kann, schon so betitelt wird, dann braucht er sich gar keine Sorgen mehr machen, dass da noch eine Nachwirkung kommt. Was an Doppelmoral läuft, ist in interessant. Das System zum Beispiel, was wir haben, beruft sich gern auf die Geschichte. Gerade in Deutschland wird sich auf die Geschichte berufen und wird sagen, die Situation zum Beispiel der dunkelsten Zeit unserer deutschen Geschichte darf sich nicht wiederholen. Und da werden dann plötzlich sogenannte Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Rechte und so weiter alle pauschal abgeurteilt, die sich einfach nur eigene Gedanken machen. Das ist dann in Ordnung, laut Mainstream-Medien. Wenn aber beispielsweise kritische Denker die Geschichte heranziehen und sagen, das darf sich nicht wiederholen, weil sie glauben dort zu sehen, dass es dort Zusammenhänge geben kann, nach dem Motto von Mark Twain, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und sie sehen da gefährliche Entwicklungen, dann ist das automatisch aus Sicht des Systems geschichtsverharmlosend, das ist revanchistisch und was auch immer, was dann gekommen wird. Und da liegt eigentlich das Hauptproblem. Diejenigen, die die Macht über die Medien haben, die haben eben halt auch die Macht über die Deutungshoheit. Und das wird den Menschen jetzt immer klarer vor Augen geführt. Und da mittlerweile jeder schon mal als rechts, als Nazi oder als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurde, wenn er nur eine kritische Nachfrage stellt oder als Querdenker, das ist ja mittlerweile schon fast dasselbe, spätestens dann merkt man, wo wir uns hier bewegen. Ja, das merkt man übrigens auch, wenn man sich die Interviews ansieht jetzt vor der Bundestagswahl, die zum Beispiel Annalena Baerbock von den Grünen gegeben hat in der Sendung Bericht aus Berlin mit Tina Hassel. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass jemand sich so oft vertut, verhaspelt, verspricht, die Silben durcheinander würfelt. Ich kann mir fast vorstellen, dass die arme Annalena Baerbock, also ich habe fast Mitleid mit ihr, einem Trigger unterliegt, die weiß, dass jetzt ganz viele Millionen Leute genau darauf achten, was sie sagt, und sie scheint in keiner sehr inneren, stabilen Verfassung zu sein. Ja, Annalena Baerbock ist tatsächlich eine tragische Figur und manchmal kommt bei mir auch wirklich so etwas wie Mitleid auf. Mich interessiert, also mich erinnert dieses Interview, was sie gestern dort geführt hat, in so einem Presseding, wo sie gesprochen hat mit einer gestandenen Journalistin, und dieses hilflose Gestammel, was da rauskam, das erinnert mich an eine Zeit, ich habe irgendwann mal einem kleinen Jungen Nachhilfeunterricht gegeben in Mathematik.
Mathematik und der war komplett blockiert. Und als ich dann nachgehakt habe und habe versucht, es ihm nochmal zu erklären, merkte ich, je mehr ich nachhakte, desto mehr blockierte er. Und so kam er mir wirklich vor und irgendwann sprudelte dann irgendwas Sinnfreies aus ihm heraus und er nickte an der falschen Stelle und er brachte keinen sauberen Satz mehr zustande. Und das hat mich daran erinnert, dass ich gesagt habe, an der Stelle, jetzt lass ihn erstmal ganz in Ruhe, lass ihn erstmal raus. Das Problem ist, wir sehen, dass die Annalena Baerbock offenbar nicht stressresistent ist und dass sie komplett überfordert ist, so ziemlich mit allem, was ich bisher von ihr erlebt habe. Und dass diese Frau, mir tut sie wirklich leid, aber es geht hier darum, dass sie sich bewirbt für ein Kanzleramt. Nun können wir fast davon ausgehen, dass sie es nicht wird, denn sie hat mittlerweile eindrucksvoll bewiesen, selbst bei ihren Anhängern, dass sie dazu einfach nicht in der Lage ist. Aber das, was hier abläuft, ist schon wirklich eine ganz tragische Geschichte. Also es hat ein Level erreicht, wo man merkt, es ist schon eine Endzeit im Rahmen dieses jüngsten Gerichtes. Aber auch das ist wichtig. Das sind vielleicht auch dann Kollateralschäden. Und das meine ich nicht so abwertend, wie es vielleicht klingen könnte. Aber wir bewegen uns eben halt im Umbruch der Menschheit. Und dazu gehören eben halt auch diese offensichtlichen Fehlstellungen, die komplett vor uns liegen, dazu. Es heißt ja, in dieser Zeit der Transformation, das Alte, Falsche wird und muss zusammenbrechen. Aber damit es zusammenbrechen kann, muss es ja erstmal als falsch erkannt werden. Und dann braucht man nur noch dagegen zu treten und klapp ist das Ding zusammengefallen. Mit anderen Worten, das Parteiensystem, das Politiksystem, all das wird es in absehbarer Zeit ebenso wenig noch geben. Die Akteure, die jetzt hier diese ganzen Zwangsmaßnahmen unterstützen und durchzuziehen versuchen, sägen inzwischen längst am eigenen Stuhl, ohne davon zu wissen. Richtig. Und mir kommt das Ganze so vor mit meinem Bild, welches ich auch schon mal ab und zu genannt habe, wie ein großes Zirkuszelt. Wir befinden uns in einem riesen Zirkus und die Zirkuszelte, die kennen sich vielleicht noch einige, die haben ja in der Mitte diesen großen Masten stehen, wo dann die gesamte Statik dieses Zeltes daran hängt und dieser Mast wird langsam rausgezogen. Nun ist aber noch genügend Luft in dem Zelt drin, wenn die Türen zumindest zu sind und das bricht nicht ein, sondern dieses Zelt fällt fluffig in sich zusammen. Auf der anderen Seite, ich komme wieder ganz kurz auf mein berühmtes Strichwort, sondern das ist ein tibetanisches, ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und genau dieser Wald, der wächst, das vergleiche ich ein bisschen mit den Clusterungen einer Raupenpuppe. Die Raupenpuppe, die sich immer stärker eingepuppt hat und dann vor sich hin gärt. Und das sind genau die Menschen, die sich kritisch mit den Themen auseinandersetzen, die jetzt vermeintlich unterdrückt werden, weil der Baum, der kracht, eben halt so viel Lärm macht. Aber unterm Strich gesehen, diese lauter kleinen eingepuppten großen Geister, die unterwegs sind, die werden sich irgendwann dann öffnen und zu einem großen Schmetterling erstarken. Und das ist dann die neue Welt, auf die wir ja auch alle warten und die jetzt auf uns zukommt. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind es Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in einem Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben?
Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.